Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus Christus, wir rufen dich an für alle, die in Dunkelheit leben. Wir bitten für alle, die einsam und verlassen sind, für alle, die ausgegrenzt werden, für alle, die durch ihre Erfahrungen verbissen und verbittert wurden, für alle, die ihre Hoffnung auf ein besseres Leben begraben haben. Für alle, die an einer unheilbaren Krankheit erkrankt sind. Für Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die um das Leben ihrer Patienten kämpfen bis zur Erschöpfung. Wir bitten für die Menschen, die keine Heimat haben. Wir bitten für alle, die sich nach Befreiung sehnen. In der Hoffnung auf dein rettendes Licht rufen wir dich an. Leidet ihr und wachet mit mir.
Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr. Der war ein guter und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handel nicht gebilligt. Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilates und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Jesus Christus, wir rufen dich an für alle Dunkelheiten unseres Lebens, wo wir dich verleugnen und uns nicht zu dir bekennen vor unseren Mitmenschen, wo wir die Wahrheit verdrehen und der Lüge Raum geben, wo wir ängstlich unsere eigenen Wege gehen und dir nicht vertrauen. Sei du stark in uns, damit wir herausfinden aus unseren Gefängnissen. Mach hell die Finsternis unseres Herzens. Verwandle das Dunkel unserer Gedanken. Jesus Christus, wir rufen dich an für alle Dunkelheiten unseres Lebens. Thank you.
Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Am Tag seiner Auferstehung kam Jesus zu seinen Jüngern und sagte: Friede sei mit euch. Dieser Friede des Auferstandenen sei mit euch, er sei mit uns. Gebt euch also nun ein Zeichen des Friedens. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wo wir im Frieden leben und Frieden stiften, da wird es hell unter uns. Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander den Psalm 150 zusammen beten unter der Nummer: Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Liebe Gemeinde, was haben Ostern und das Coronavirus gemeinsam? Beide sind ansteckend, und zwar exponentiell. Beim Virus erfahren wir das gerade tagtäglich beim Corona-Ticker in den Nachrichten. Aber Ostern? Nun ja, zuerst waren es zwei Engel, die die Osterbotschaft verkündigt haben. Sie sagten: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Drei Frauen. Es waren Maria von Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, werden von der Botschaft des Engels angesteckt. Sie gehen zu den Jüngern und erzählen ihnen, was sie am Grab erlebt haben. Doch die bleiben gegen diese Worte zunächst immun. Erst als ihnen Jesus selbst begegnet, glauben sie der Botschaft seiner Auferstehung. Später erscheint Jesus 500 Menschen auf einmal. Und an Pfingsten, so erzählt es die Apostelgeschichte des Lukas, als Petrus die Osterbotschaft verkündigt, stecken sich 3000 auf einmal an. Die erste Gemeinde entsteht in Jerusalem. Der Hotspot des christlichen Glaubens. Und von dort breitet sich die Botschaft der Auferstehung Jesu durch die Apostel in die ganze Welt hin aus. So hat es der Evangelist Lukas festgehalten: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ja, heute glauben über 1 Milliarde Menschen an die Auferstehung Jesu, die fundamentale Überzeugung des christlichen Glaubens. Liebe Gemeinde, sonst sind wir an dieser Stelle des Osterfrühgottesdienstes immer gemeinsam hinausgegangen und haben draußen im Hof miteinander gesungen und Abendmahl gefeiert. Heute können wir das nicht hier tun. Und trotzdem freuen wir uns, weil auch wir glauben, dass Jesus lebt. Ja, Halleluja, Jesus lebt. Was für eine Freude. Der Tod ist besiegt. Wir dürfen in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater leben. Jesus ist mitten unter uns. Er ermutigt und befreit zum Leben, damit wir die Fesseln und Mauern der Angst und des Todes überwinden. Wie der Stein den Auferstandenen
nicht im Grab verschließen konnte, sondern ihn freigeben musste, so lassen auch wir uns nicht aufhalten. Auch in schwierigen Zeiten lassen wir uns von dieser Hoffnung leiten. Dann müssen wir nicht egoistisch wie ein Virus nur uns selbst kopieren, sondern können so leben, dass auch andere zum Zug kommen und wir gemeinsam und miteinander das Leben teilen. Ein Virus bringt den Tod, aber die ansteckende Botschaft der Hoffnung von Ostern führt zum Leben. Das Virus erzeugt Angst, aber Ostern bringt Freude, die sich in Liebe verströmt. Das ist der große Unterschied. Und darum vermissen wir als Gemeinde die Gemeinschaft in diesen wirklich gemeinen Zeiten der Distanznahme sehr. Und wir suchen nach Wegen, wie wir trotzdem miteinander verbunden sein können. Darum denken wir in diesen Zeiten nicht nur an uns, sondern haben einander im Blick. Wir halten Kontakt und fragen nach: Du, wie geht es dir? Fehlt dir etwas? Wir halten die Augen füreinander offen und kämpfen gegen Einsamkeit und Traurigkeit an. Und wir beten miteinander und suchen die Gemeinschaft mit Gott. Er ist letzter Halt im Leben wie im Sterben. Denn mit ihm gehen wir trotz Sterben auf das Leben zu. Halleluja. Amen. Wir singen: Jesus ist Sieger. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Kommt mit Gaben und Lobgesang. Nummer 229 im evangelischen Gesangbuch. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er auch den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus, du stehst vor der Tür und klopfst an. Christus, du willst bei uns sein in unserer Nacht. Christus, du kommst herein und teilst das Brot mit uns. Christus, so komm in unser Leben und führe uns dem hellen Morgen entgegen. Nehmt und esst. Jesus Christus ist bei dir.
nehmt und trinkt. Jesus Christus ist mitten unter uns. Habt Teil an seiner Vergebung und seinem Frieden. Habt Teil an seinem Frieden. Habt Teil an seiner Vergebung. Habt Teil an seiner Vergebung. Teil an seinem Frieden. Jesus Christus spricht, den Frieden lasse ich, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe ihn euch nicht, wie ihn diese Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Wir beten. Bleibe bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer Dunkelheit. Bleibe bei uns als die Kraft in unserer Schwachheit. Bleibe bei uns als der Trost in unserem Leiden. Bleibe bei uns als die Stärke in unserer Anfechtung. Bleibe bei uns als das Erbarmen in unserer Schuld. Bleibe bei uns als der Friede in allem Streit. Bleibe bei uns als die Hoffnung in unserem Sterben. Bleibe bei uns als der Sieg des Lebens und der Freude. Ja, bleibe du bei uns für Zeit und Ewigkeit. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und er gebe uns Frieden.
Möchtest du?